perfekt 2-3 Tage alt. Und das Wesentlichste für Steinpilze im Wachstum ist Luftfeuchte. Wasser ist mal eine Sache, Temperatur, warm werden, dann geht es meist los. Aber der wirkliche Trigger, dass es eben auch rund geht und nicht nur los, das ist Luftfeuchte. Denn Pilze wachsen nun mal bei hohen Luftfeuchten. Und wenn es immer wieder mal regnet und der Boden eben nass ist, dann ist das so. So, und das sieht schon ordentlich aus. Ihr seht, ich muss vielleicht nur anbauen im Korb. Und dann haben wir hier die nächste Gruppe. Und das sind ja nun wirklich mal eine herrliche Gruppe, oder? 3 dicke, fette Sommersteinpilze. Und so darf es gern weitergehen. Ich wünsche euch wirklich, dass ihr ganz viele findet. Berichtet uns von euren Funden. Also es ist natürlich ein fantastischer Speisepilz. Bestzustand. Das geht ja gar nicht besser. Ich habe gar nicht so große Hände. Kriege ich gar nicht weg. Also da wird